nochmals herzlich willkommen zu unserer kommentierten Führung hier bei den Eisbären. In den nächsten Minuten möchte ich ein bisschen was über das Leben der Eisbären in dem natürlichen Lebensraum der Arktis erzählen, aber natürlich auch ein bisschen auf das eingehen, was bei uns im Tierpark so passiert. Aber als erstes stelle ich Ihnen die beiden erstmal vor. Die junge Dame an Land ist unsere Hertha. Hertha ist hier im Tierpark Berlin am 1.12.2018 geboren. Ihre Mama, die Tonja, in Moskau geboren, 2009. Und Hertha müsste jetzt in der Arktis natürlich schon längst alleine klarkommen. Die wird dieses Jahr 5 Jahre alt, im Dezember haben wir wieder was zu feiern. Aber in der Arktis müsste sie längst alleine klarkommen. Mit 2,5 bis 3 Jahren verlassen die Mama. Die Mama möchte sich wieder fortpflanzen. Und Hertha wäre denn auf sich allein gestellt. Sie hat hoffentlich in den ersten 2,5 bis 3 Jahren alles, was sie zum Überleben in der Arktis braucht, von Mama gelassen, hat seine Klamotten gepackt und ist erstmal in Zoo gezogen. Er lebt jetzt in einer Junggesellen-WG in Rotterdam. Es geht ihm prächtig. Wir freuen uns immer noch von ihm zu hören. Wir werden immer noch mit Bildern und Videos versorgt. Vor allen Dingen freuen wir uns, dass er zu einem richtig großen, kräftigen Mann herangewachsen ist. Nach der Deckzeit hat die Eisbären nichts Wichtiges zu tun, als sich erstmal eine ordentliche Fettschicht anzufressen. Naja, ich kann Ihnen sagen, als die Tonja als junger Eisbär zu uns kam, alles wieder hoch. In der Arktis macht sich der Eisbär den innergeschlossenen Eisdecker einfach zunutze, dass die Robbe sich das ein oder andere Atemloch freihalten muss, um Luft zu holen. Und genau da setzt sich der Eisbär vor und wartet. Sollte so eine Robbe mal unvorsichtigerweise den Kopf aus dem Wasser stecken, nutzt er seine Kraft den Vordertatzen, tötet die Beute und zieht sie aufs Eis. Es fragt sich natürlich viel, wird es in unserem Breitengraden hier nicht langsam zu warm. Wir hatten diesen Sommer auch wieder Tage mit über 35 Grad. Ich kann Ihnen sagen, 35 Grad sind auch mir zu warm. Die Eisbären machen dann genau das, was alle anderen Tiere hier im Tierpark auch machen. Sie suchen sich ein schattiges Plätzchen, sie bewegen sich weniger, sie sind einfach nicht so aktiv. Sie ruhen mehr, sie fressen ein bisschen weniger. Und unsere beiden haben noch die Möglichkeit, natürlich sich im Wasser abzukühlen und sich hinten im Haus abzukühlen. Das Haus ist 24 Stunden am Tag offen und wir haben das große Glück, hinten im Haus eine super Lüftung zu haben. Wir haben konstante 15 Grad Sommer wie Winter.